Ja, ich war schon immer sehr alternativ. Also die alternativen Wege haben mich schon immer begleitet. Meine Mutter hat einfach schon immer so Tarotkarten gelegt und Numerologie und gependelt. Ja. Also die war einfach so auf dieser esoterischen Schiene unterwegs. Und das hatte ich aber dann lang vergessen. Und dann war mein Sohn so krank. Ja. Der kam auf die Welt und der hatte ziemlich schlimme Ohrenentzündungen, immer richtig krass. Und da bin ich erst zur Heilpraktikerin, Homöopathie und so weiter. Also mit Homöopathie hatte ich mich ja eh schon beschäftigt, aber dann zu einer Heilerin und die hat mich da voll auf den Weg gebracht. Also da habe ich dann mit Heilsteinen angefangen und diese ganzen Geschichten und dann so Engelskarten und bin dann eben in diese ganze Welt eingestiegen und habe sofort gemerkt, okay, das ist was, was für mich total natürlich ist. Und das war so spielerisch, wie für so ein Kind. Ja, ich habe dieses Pendel genommen und da konnte pendeln, ja, wo andere immer sagen, das funktioniert. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist noch mehr. Es gibt einfach noch mehr. Und ich wusste es eh immer, ich habe es einfach nur mal eine Zeit lang vergessen gehabt. Für mich war immer alles sehr lebendig. Also ich sehe auch immer irgendwo Gesichter und solche Geschichten. Und wusste um diese ganzen Wesen. Und mir war immer klar, dass ich nicht nur ein Körper bin, sondern dass ich eine Seele in einem Körper bin. Und so bin ich halt dann auch irgendwie aufs innere Kind gestoßen. Tatsächlich dann beim Online-Kongress bin ich aufs innere Kind, über den Wiederkindsein-Kongress gestoßen dann. Und es ging ja dann noch weiter. Ja. Also es ging ja noch viel tiefer übers innere Kind dann hinein ins Wunder sozusagen. Was ist das jetzt, was du das innere Kind nennst? Ja, also ich habe mir da schon vieles, die Frage habe ich schon viele gestellt, weil ich gemerkt habe, es ging halt über diese innere Kindarbeit hinaus. Es sind unsere Gefühle. Im Grunde ist es natürlich unsere Gefühlsebene. Ja. Wenn wir es jetzt rein sachlich sehen, dann ist das Wunder, bin ich selber. Der Mensch, der einfach mal auf die Erde kam. Und die Seele ist meine Gefühlsebene und der Mensch selber oder der Körper ist meine Gedankenebene. Und dann können wir sehen, wir können auch, es gibt so viele Erklärungsweisen. Wir haben immer diese Dreifaltigkeit, ja, den Kopf und den Körper und das Herz. Und ich kann es auf so vielen Ebenen transportieren. Aber im Grunde bin ich ja die Seele, die eben nicht nur dieses eine Leben hat, sondern viele Leben hat und die irgendwann aus Gott rausgetreten ist. Das innere Kind ist für mich einfach ein Werkzeug. Ja? Es ist einfach ein super geniales Werkzeug. Und ich nehme die Zeit, ich habe festgestellt, ich nehme die Zeit anders wahr wie die meisten Menschen. Also inzwischen nehme ich sie noch mal anders wahr, aber lange nahm ich sie einfach als so ein Zeitstrahl. Also ich sehe die Zeit immer auf so einem Strahl. Ja? Und wir sind halt im Moment und dann gibt es halt die Vergangenheit. Ich weiß immer nicht, wie rum es bei Zoom zeigt. Es ist jetzt vorne, hinten. Wurscht. Es gibt dann die Vergangenheit und es gibt die Zukunft. Ja? Und deine Vergangenheit, alles, was du in der Vergangenheit erlebt hast, das bildet deine Zukunft zu 100%. Also das heißt, du bist niemals Opfer dessen, was passiert, sondern das, was du schon erlebt hast, bildet deine Zukunft. Und wenn du einfach, und wir können dadurch, dass ja eigentlich keine Zeit existent ist. Zeit gibt es ja in dem Sinne nicht. Zeit ist ja auch nur ein Wesen und ein Feld, in dem wir uns bewegen, sonst könnten wir den Moment nicht wahrnehmen. Und dadurch kann ich jetzt in diesem jetzigen Leben, in dem ich jetzt bin, kann ich hergehen und kann über eine ziemlich einfache Seelenreise zurückgehen und Anteile, die dann noch so verloren herumschweben, so eben innere Kindtraumata, ja, Kindertraumata, kann ich ins Hier und Jetzt zurückholen und auflösen und dann hören die einfach auf, meine Zukunft zu beeinflussen. Und wenn ich das oft mache, dann komme ich aus diesen Verstrickungen raus, weil das ist so wie so ein Spinnennetz über mich drüber oder so ein Netz aus Wollefäden eigentlich. Also das macht man mit Familienaufstellungen, das macht man über die innere Kindarbeit. Und wenn man so ein paar Fäden eben aufgelöst hat und vieles zurück hat ins Jetzt gebracht hat, also so verlorene Sachen einfach, die irgendwo in den Dimensionen rumschweben. Große Sache auf 2 Minuten erklärt. Ich hole halt alles jetzt zurück ins Hier und Jetzt, über eben diese Geschichten. Es ist eine Geschichte, wie alles eine Geschichte ist. Und ich hole diesen Anteil zurück ins Hier und Jetzt und dann hört es auf, meine Zukunft zu beeinflussen. Also es ist ein pragmatisches Beispiel, ist wirklich Taschengeld. Ja, was ich über das Taschengeld gelernt habe, da ist es vielleicht ein ungutes Beispiel, aber das, was ich über das Taschengeld gelernt habe, das beeinflusst das, wie ich mit Geld später umgehe. Ja, das sind so kleine Beispiele. Und dann gibt es halt, wenn ich ein Trauma da erlebt habe, weil ich eben als Baby im Mangel war, dann produziere ich immer so lange Mangel- und Existenzangst, bis ich dieses Baby einfach nehme und halte. Das ist ganz einfach. Bis ich zu diesem Baby reise, also Zeitreisen sind sozusagen auch möglich, nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber anders. Ich reise in meinen Gedanken zu diesem Baby und nehme das in den Arm und Hals und dann geht dieser Mangel weg. Deswegen heilen wir viel, wenn wir Kinder bedürfnisorientiert begleiten, weil wir natürlich automatisch auch unser Baby halten und bedürfnisorientiert begleiten und da einfach viele Anteile wieder zurückholen.
Naja, und wenn diese Existenzängste wegfallen und diese Mangel und diese ganzen Geschichten, dann produzieren wir halt auch in der Zukunft keinen Mangel mehr. Und wenn wir das bewusst machen, wenn wir dann, es gibt irgendwann so einen Punkt, den wir dann erreichen, dann kommt dieses Bewusstsein so weit, dass es merkt, ah, ich kann ja auch erschaffen. Und dann können wir die Gedanken und die Gefühle nehmen einfach und mit denen kreieren. Ja, und dann können wir einfach, und dann sind wir wirklich ganz Schöpfer unserer Welt. Ja, so, 2 Minuten erklärt, was mein innere Kind arbeitet. Und innere Kind ist halt ein Werkzeug dessen. Ja, ich reise oft mit den Menschen in die Seeleninnenwelt, das zu dem eigenen Seelenmandala und zu dem eigenen Lebensbaum, und dann gucken wir einfach, wo da noch verlorene Kindanteile rumfliegen, die einfach eben noch nicht integriert sind in die Freude und in das Sein.